Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute mache ich einen Gemüsefond und anschließend dann gleich einen Jus. Ein Jus ist eine Grundsauce, eine braune, die ihr für alle möglichen Soßen verwenden könnt. Ich mache die eben jetzt vor für Weihnachten, sodass ich für die Gans bzw. für mein Fleischgericht am Heiligabend eine Soße machen kann. Und das ist recht praktisch, und man kann es eben vormachen und einfrieren und wenn man es braucht, auftauen und eben zu einer Soße verarbeiten, die man eben haben will. Ich werde eben mit Schweinsknochen werde ich die ansetzen und mit Gemüse. Also setze ich gerade hier Wasser auf. Das bringe ich zum Kochen und gebe jede Menge Gemüse hinzu, also nur die Schalen. Außer vom Lauch und vom Jungzwiebel habe ich eben Sellerie, Petersilwurzel, Pastinaken, Karotten, Gelb und Orange. Und die ganzen Abschnitte gebe ich eben ins Wasser mit Salz, Pfefferkörner, ein bisschen Lorbeer, etwas Muskat und Wacholderbeeren. Genau, also ich werde das Ganze jetzt mal grob schälen, sprich vom Sellerie schneide ich nur eben hier seitlich alles weg, was ich nicht brauche. Und im Ganzen mal die Schalen. Genau, das schäle ich jetzt eben alles. So, jetzt habe ich alles geschält. Das Ganze gebe ich jetzt ins Wasser. Eben dann ein paar Wacholderbeeren hinzu, ein paar Pfefferkörner, ein paar Lorbeerblätter. Salz ist auch wichtig. Genau, das Ganze lasse ich jetzt etwas kochen und das brauche ich dann zum Aufgießen vom Jus. Wie gesagt, Gemüsefond könnt ihr eben für alles mögliche nehmen, auch wenn ihr jetzt Suppen kocht und ihr habt recht viele Abschnitte vom Gemüse, kocht euch ein Gemüsefond selbst, den könnt ihr genauso gut einfrieren und zum Aufgießen eben von Suppen verwenden. Da bekommt natürlich jede Suppe gleich nochmal einen besseren Geschmack und ich melde mich, wenn ich weitermache. Die Abschnitte hätte ich fast vergessen. Ich habe vor kurzem eine Suppe gemacht, also eine Rindsuppe. Und hier sind eben noch die Abschnitte von Gemüse. Die gebe ich auch noch zu meinem Gemüsefond hinzu. Wie gesagt, den Ganzen lasse ich jetzt gut 20 Minuten kochen, dass eben der Geschmack schön rausgeht aus den Schalen. Und dann kann man ihn schon zum Ablöschen verwenden vom Jus. So, ich melde mich dann später wieder. So, machen wir weiter mit dem Jus. Für den Jus brauche ich eben auch Zwiebeln. Genau, den schäle ich mal kurz. Ich habe eben wieder meinen Suppenteller an der Seite.
Den Topf erhitze ich mir schon leicht. Da gebe ich dann etwas Öl hinein, brate darin die Knochen an, gebe dann Tomatenmark hinzu und meliere das Ganze etwas. Also was heißt melieren? Ich gebe Mehl hinzu, aber erst nachdem ich das Gemüse hinzugegeben habe, und röste das ein bisschen mit, dass eben der Schü gleich ein bisschen abgebunden wird. Also sprich, das ist dann nachher, dass nicht komplett flüssig ist, sondern schon ein bisschen vorgebunden. Eventuell muss man es noch ein bisschen nachbinden. Löscht das Ganze dann mit Rotwein ab. Ja, aber das werdet ihr dann eh wieder alles sehen. Also wie gesagt, ich schäle und schneide immer den Zwiebel eben grob. Und das Gemüse schneide ich genauso zusammen. Also jetzt nicht großartig irgendwie fein schneiden oder so, sondern wirklich nur grob zusammenschneiden und dann war es, dass das reicht, weil eben für den Schü muss das Ganze drin sein, aber muss eben nicht perfekt aussehen, weil das schmeißt man im Endeffekt dann nachher ewig. Das dauert dann ein bisschen, man lässt es im Kochen und passiert dann ab. Das Ganze, was drin ist, gibt man eben dann weg. Also das ist, muss eben nicht perfekt geschnitten sein. Das ist wirklich nicht schlimm, wenn das ein bisschen grob geschnitten ist. Der Gemüsefond ist jetzt soweit fertig, also sprich, der hat eben seine 20 Minuten gekocht. Das ist viel Geschmack eben drinnen vom Gemüse. Vom Jungzwiebel tun wir eben die Strünke weg. Das Äußere ein bisschen weg. Da muss man gar nichts, da auch nicht. Gut, dann das mal raus da. Da gebe ich dann eben ein geschnittenes Gemüse hinein. So, jetzt habe ich eben das ganze Gemüse, was ich brauche, im klein geschnitten. Da ist jetzt mein Topf, den habe ich eben schon etwas vorgeheizt. Ich mache jetzt ein bisschen mehr. Da gebe ich meine Schweineknochen hinein. Die brate ich jetzt eben an. Dann gleich ungefähr die Hälfte von meinem Gemüse hinzu, andere Hälfte später, und etwas Knoblauchpaste, muss man auch nicht sparen, und gleich das Tomatenmark, das röste ich eben mit für die Farbe und für den Geschmack natürlich. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen anrösten. Das war jetzt ungefähr eine halbe Tube Tomatenmark, wenn ihr wissen will. Also das braucht man schon für eben Farbe und Geschmack. Ein bisschen Gemüse noch. Setzt sich eben unten schon an ein bisschen. Dann gebe ich gleich mal Mehl hinzu. Ich
Das Ganze werde ich mit Rotwein eben ablöschen. So ungefähr zweimal, sprich ich lösche ab. Lass den dann verkochen und lösche dann wieder ab. Lass mal ein bisschen Zucker. Da kann man unten wieder alles freikratzen von dem, was angeröstet ist. Dann gebe ich ein paar Wacholderbeeren gleich hinzu. Ein paar Pfefferkörner. Lorbeerblätter, Muskat und Salz. So, der Rotwein ist wieder so gut wie verkocht. Warten wir noch kurz und dann gießen wir noch einmal auf. Guten Schuss hinein. Ich nehme jetzt kurz einen Pfannenwender, dass ich das unten besser ablösen kann. Eben schauen, dass alle Bratenrückstände da unten gut gelöst sind. Den Vorgang mit dem Rotwein kann man jetzt natürlich nochmal wiederholen, wenn man will. Ich mache es jetzt nicht, mir reicht es zweimal. Natürlich bekommt man immer wieder ein bisschen etwas schönere Farbe. Aber mir reicht es eben zweimal. Ich gebe jetzt noch das restliche Gemüse hinzu. Wie gesagt, gewürzt habe ich ja schon. Dann nehme ich mir mein Sieb. Und durch das Sieb nehme ich dann gleich mein Gemüsefond. Da gebe ich ihm alles hinein. Und wie gesagt, die Abschnitte sind jetzt wirklich nur Schalen und ein bisschen Gewürze und so. Die haben jetzt einen Zweck erfüllt. Und jetzt kann ich das Ganze, lasse ich jetzt etwa 2 Stunden kochen und dann passiere ich es eben wieder durch ein Sieb ab, würze dann eventuell noch ein bisschen nach, weil umso besser der Ansatz ist vom Jus, umso besser würde ich jede Soße. Also wirklich, wenn da schon viel Geschmack drin ist, dann am besten gleich kräftig würzen, dann müsst ihr bei fast allen anderen Soßen, die ihr aus dem macht, nur mehr minimal etwas würzen und dann ist das perfekt. Also wie gesagt, ich lasse es jetzt 2 Stunden kochen. Und dann passiere ich es ab und nach dem Abpassieren tue ich es eventuell noch ein bisschen mit Mehl abbinden und dann war es das auch schon. Ist ja auch überall zum Vormachen, kann man dann auch wieder einfrieren und für jede weitere braune Soße, die man macht, kann man das eben hernehmen. So, mein Jus ist fertig. Ich werde ihn jetzt durch ein Sieb leeren.
um eben wirklich nur die Soße zu behalten. Den Rest eben herauszufiltern. Falls sich jetzt irgendjemand wundert, warum so extrem wenig Gemüse übergeblieben ist. Ich habe mit meiner Frau ein Abendessen gemacht und wir essen sehr gerne eben das Gemüse daraus. Genauso wie eben von der Suppe auch. Also das schmeckt voll, schmeckt echt super, weil eben die ganzen Inhalte, also der ganze Geschmack auch da drin ist. Komm, also das könnt ihr super gut essen und schmeckt wirklich lecker. So. So, und der Schuh ist jetzt eben fertig. Recht viel abbinden werde ich ihn nicht mehr müssen. Ich stelle ihn dann nur noch schräg, dass er schön abkühlen kann. Also nicht gerade auf die Platte stellen zum Abkühlen, sondern wirklich immer schräg. Wenn man ihn gerade stehen lässt, dann kann das nicht richtig auskühlen von unten auch eben. Und dann zieht euch das sauer. Also dann könnt ihr den im Endeffekt nachher wegschmeißen. Drum immer schräg hinstellen zum Abkühlen. Und dann könnt ihr ihn jederzeit für eine neue Soße verwenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche guten Appetit.